Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bavmo-Video. Freunde, nachdem wir 5 Dinge aufgezählt haben, die gegen einen E46 sprechen, kommen nun 5 Punkte, die für die Modellreihe sprechen. Dann los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Punkt Nummer 1. Zeitloses, modernes Design. Der BMW E46 hat, insbesondere als Facelift, ein sehr modernes Design und wirkt nicht wie ein Fahrzeug, welches bereits in den 90ern auf den Markt gekommen ist. Die runden Formen im Exterieur sowie das Design im Interieur haben eine neue Ära eingeleitet. Deswegen nennen sich BMWs aus dieser Zeit auch Modern Era BMWs. Nummer 2. Perfektionierte 6-Zylinder M-Reihe Motoren. Die 6-Zylinder Motoren waren die letzten der M-Baureihe. Der M54 stellt hierbei die Perfektion der M50er Baureihe dar. Doppelvanos, niedriger Verbrauch, ein kultivierter Lauf und guter Drehmomentverlauf sprechen hier Bände für diesen Motor. Wenn ihr wissen wollt, wofür die Bezeichnungen M50 und M54 stehen, empfehlen wir euch unser Lehrvideo über das Vanos-System. Der Link ist oben in der Infokarte. Punkt Nummer 3. Viel Ausstattung möglich, bzw. generell moderne Technik. Die Ausstattungsmöglichkeiten haben sich mit dem E46 stark erweitert. Es gab nun die Möglichkeit, ein vollwertiges Infotainment-System ab Werk zu bestellen. Dadurch haben wir auch die Möglichkeit, Android-basierte Infotainment-Systeme nachzurüsten, die den heutigen Systemen in kaum etwas nachstehen. Man kann also für kleines Geld ein absolut topmodernes Auto haben. Nachrüsten ist ja auch ein wichtiger Stichpunkt. Denn durch das vollwertige Cambus-System, welches Fahrzeuge ab Baujahr 2000 besitzen, ist das Nachrüsten aller fehlenden Sonderausstattungen ein Kinderspiel. Moderne bzw. überhaupt für heute noch relevante Diesel. Endlich sind wir bei einem Modell angekommen, wo die Dieselmodelle noch mehr oder weniger interessant sind. Moderne und vor allem zuverlässige Dieseltriebwerke lassen das Herz eines Kohlekraftwerkliebhabers hier höher schlagen. Insbesondere, da die meisten Modelle eine grüne Umweltplakette besitzen. Viele verschiedene Karosserievarianten. Es gibt einen E46 für jeden. Der E46 war der letzte BMW, welchen es in 5 verschiedenen Karosserievarianten gab. Hier geben wir sogar bewusst den Kompakt als Gebrauchtwagentipp an. Das Exterieur hat zwar viel Spott und Hohn auf sich gezogen, doch genau diesem verdankt er es, dass er der Preis-Leistungskönig in der Mittelklasse ist. Praktische, riesengroße Heckklappe, gepaart mit Technik der Mittelklasse, verpackt in einem kleinen Preis. Wer sich also mit dem Exterieur anfreunden kann, da man eh im Auto sitzt, hat für einen schmalen Taler ein unfassbar praktikables Auto. Für alle anderen gibt es weiterhin 4 Karosserievarianten, die alle eine spezifische Nutzbarkeit bieten. Somit ist jeder Wunsch abgedeckt. Welche Karosserievariante ist euer Favorit? Lasst es uns oben rechts in der Umfrage wissen. So Freunde, das waren 5 Punkte, die für die Modellreihe E46 sprechen. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und würden uns über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert jetzt unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Vergesst auch nicht, bei unseren Kollegen vom Kartell vorbeizuschauen. Links zu deren Kanälen findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, eure Bavmo Crew.